Heute regnet es auch noch. Mal wieder nicht ernten. Wie gut, dass hier hinten das noch nicht reif ist. Er ist noch im Wachstum, die Sojabohne. Okay. Gehen wir auf jeden Fall nochmal schlafen, nicht wahr? Und damit einen wunderschönen guten Tag hier zu einer weiteren Folge Farming Simulator 22 im Singleplayer. Muss auf jeden Fall nochmal schnell schlafen, denn können Sie bei dem Wetter sowieso nichts ernten. Es regnet. Es ist super ungemütlich. Also schlafen wir noch mal. Dann schauen wir mal, was wir heute für Wetter haben. Und? Da, da, da. Ich habe jetzt auch 2, 3 Tage, in dem Sinne 2, 3 Monate geschlafen, denn ich musste etwas überbrücken. Und jetzt sollten wir aber definitiv ernten können. Ich schau mal nach. Nee, immer noch nicht reif. Also die Sojabohne ist immer noch nicht reif. Das bedeutet, wir können hier nichts machen. Immer noch im Wachstum. Das heißt, wir werden nochmal schlafen gehen, um das Ganze zu überbrücken. Wir müssen aber auch aufs Geld achten, denn ihr seht ja selber, von den 10.000, es geht immer ein bisschen weiter runter. Denn wir müssen ja den Kredit noch abzahlen. Und solange das Geld noch nicht wieder auf der Bank ist, machen wir noch Minus. Ansonsten würden wir aufgrund der Nebeneinkünfte durch die Solarpanel schon ein bisschen Geld machen. Und schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Jetzt haben wir 8,4 eben gehabt. Es wird immer ein bisschen weniger. Jetzt haben wir 7,8. Also das heißt immer so 600 verlieren wir derzeit noch. Deswegen schauen wir jetzt mal schnell, wie es jetzt aussieht. Immer noch nicht erntereif. Nee. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Das ist wirklich so ein klitzekleines, naja, ich würde mal sagen, Manko, wie ich es finde. Denn ich würde super gerne das ein bisschen schneller am Wachstum haben, dass man schneller ernten kann, als wie es jetzt eingestellt ist. Das finde ich ein bisschen schade. So, direkt nochmal Schnee. Ich hoffe nicht. In diesem Sinne. Einen Schluck vom Kaffee. Und? Tatsächlich Schnee. Das heißt, wir können wieder nicht ernten. Wir werden wieder Minus machen. Ich muss aber definitiv den Februar überbrücken. Und das ist aber jetzt erntereif, die Sojabohne. Das heißt, um jetzt nicht Minus zu machen. Also sprich bei der Ernte, weil wenn du bei Regen oder bei Schnee erntest, hast du ja weniger Ertrag. Und ich weiß nicht, wie viel weniger, aber es macht sich bemerkbar. Deswegen besser ist es, wir machen das im März. Und ich hoffe, dass wir da schöneres Wetter haben. Und ich hoffe, dass wir nicht allzu stark ins Minus rutschen. Denn wir müssen langsam mal Geld verdienen und die Schulden abtragen. Das ist ganz wichtig. Das sind zwei große Faktoren, die wir auf jeden Fall tun müssen. So, wir haben schönes Wetter. Ich schaue mal ganz kurz. Das müsste auf jeden Fall alles erntereif sein. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ich wollte nur noch mal schauen, wie die Preise sind. Genau. Ja, dann können wir jetzt loslegen. Jetzt können wir das auf jeden Fall ernten. Und ich hoffe, dass wir schnellstmöglich auch den Ertrag direkt wegfahren können. So, hier haben wir ja Sojabohnen drauf. Das bedeutet, ich werde das jetzt hier ein bisschen vorarbeiten. Und dann werde ich gucken, dass wir das mit einem Helfer machen. Und anhand des Helfers können wir dann nämlich auch schon mal was wegbringen. Wie gesagt, früher oder später möchte ich das Ganze ja sowieso alles mit Helfern bewirtschaften können. So, das lassen wir mal so. Ich mache nämlich jetzt hier vorne weiter. Bei dem Stück, ich sagen kann, das, was wir später wollten, wir das ja sowieso hier übermalen, aber auch dafür brauchen wir Geld. Also alles, was wir momentan vorhaben, wird Geld kosten. Und in diesem Sinne machen wir das jetzt hier erstmal runter, die Ernte.
Und ja, 6123, 6123. Und da müssen wir auf jeden Fall jetzt erstmal ran. Denn ohne dass wir Geld verdienen, werden wir da auch nicht ins Plus kommen. Logischerweise. Ja, ansonsten gibt es irgendein Thema momentan? Ich glaube nicht. Also derzeit gibt es so nichts, wo ich sage, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Aber ich werde, so wie ich das jetzt hier mit den Folgen gemacht habe, werde ich das weitermachen. Und ich habe mich so mittlerweile auf eine Länge zwischen 15 und 20 Minuten einigen wollen. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich dann hier und da ab und zu mal was cutte. Denn das macht nur Sinn, bevor wir da jetzt ständig jede Folge, ich sag mal, dann einfach nur cut, cut, cutten, möchte ich dann schon die Folgen zum Abschluss bringen. Ihr könnt ja ansonsten gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das egal ist. Hauptsache, ihr bekommt die Folgen entweder ungekürzt oder ja, nee, schneid ruhig mal. Wir können das ja mal austesten, wie ihr das so seht. Ne? Ich kann ja jetzt hier die Folge, sag ich mal, durchziehen, bis wir dann, sagen wir mal, so 15, 17 Minuten erreicht haben. Und so ist das für euch einfacher, die Folgen sich dann, ich sag jetzt mal, zu konsumieren oder halt am Stück reinzuziehen oder halt nacheinander. Das könnt ihr ja dann entscheiden. Aber ich sag mal, so gestückelt passt das halt wahrscheinlich besser oder halt auch zusammengeschnitten. Also, wie gesagt, einfach nur B drücken, damit der Helfer jetzt aktiv wird. So, und der Helfer kann jetzt hier weiter ernten. Der kostet jetzt Geld, ich weiß. Aber da wir nicht so einen riesen Hänger haben, will ich den Hänger schon mal voll machen und dann schon mal gucken, wo am besten und wo es am meisten für die Sojabohne gibt. Das kann ich halt am besten machen, wenn ich mich darauf konzentrieren kann. Goldcrest 3386. Ich glaube, das ist, wenn ihr auf der leichtesten Stufe spielt im Farm-Simulator, ist das, glaube ich, der beste Preis. Pass auf, da machen wir jetzt Folgendes. Bevor ich mir jetzt angucke, wie der Helfer das da macht, entlasse ich den wieder. Werde das eben selber übernehmen. Und dann machen wir mal ganz schnell den Hänger voll und gucken, was uns der Hänger in Goldcrest. Das heißt, mit Zug fahren, wir müssen auch den Zug mieten. Da habe ich für mich herausgefunden, wenn man das ganz unten im Südwesten der Karte macht. Ich zeige euch das mal eben. Denn wenn du hier auf der Karte schaust, da unten links kommt sogar gerade der Zug. Was für ein Zufall. Genau da unten, wo er jetzt ist, da ist es am besten, den Zug zu überladen, sprich die Ernte, die man dort wegbringen möchte, reinzupacken. Und dann ruft man sich den Zug. Und das werden wir heute in der ersten Folge mal machen. Dass wir da den Zug. Ach, das hat man schon mal. Das hat man schon mal vergessen. Das war doch schon mal in der Folge, wo wir schon mal was über den Zug verkauft haben. Aber diesmal geht es um richtig Geld. Also diesmal müssen wir richtig Geld verdienen. Und deswegen werden wir jetzt hier das erstmal weiter abernten. Wie gesagt, das übernehme ich jetzt selber, bevor ich das mit dem Helfer machen lasse, der jetzt dann da wieder vor, zurück, rechts, links, hoch, runter. Das dauert mir einfach viel zu lange. Deswegen übernehme ich das jetzt selber und mache das hier mal schnell. Werde ich hier schon mal hinten rum abfahren, damit wir das jetzt dementsprechend hinbekommen. Ja, ich habe jetzt auch, wer es noch nicht gesehen hat, meine Thumbnails ein bisschen überarbeitet. Denn also ich wollte immer versuchen, irgendwie, sag ich mal, mit Photoshop klarzukommen, aber habe es nie hinbekommen. Und ich hatte mir vor, ich weiß es nicht mehr wie lange, 2 Jahren, 3 Jahren, ich arbeite ja sehr gerne mit Mac, also auch was also Schneidsoftware, Schnittsoftware natürlich angeht. Und auch die Folgen schneide ich halt immer über den Mac. Und da war es mir immer wichtig, dass ich performant arbeiten kann. Und ich hatte mir vor 2, 3 Jahren, hatte ich mir mal Pixelmator Pro gekauft. Ich, keine Ahnung, kam damit gar nicht klar. Der hatte auch nicht die Funktion, die ich wollte. Ja, dann habe ich auch nicht zurückgegeben, weil ich damals nicht überhaupt nicht dran gedacht habe, dass man auch Tools, die man gekauft hat, einfach wieder zurückgeben kann. Ne?
Und ja gut, so teuer war es jetzt auch nicht, war wahrscheinlich in einem Angebot damals oder so. Auf jeden Fall habe ich es halt nicht zurückgegeben und habe gesagt, okay, dann behältst du es eben. Und ja, irgendwie bin ich auf YouTube unterwegs gewesen und auf einmal wurde mir von Pixelmator, von dem YouTube-Channel selber, wurde mir ein Bild in die Timeline gespült, so von wegen, schau doch mal hier, wir haben die App aktualisiert, was die jetzt kann. Ich denke so, ja cool, was soll sie schon können? Und auf einmal gucke ich und du kannst jetzt auf einen Klick, also wirklich auf einen Klick für so Leute wie mich, die halt gar nicht mit irgendwelcher, ich sag jetzt mal, Mediengestaltung irgendwas zu tun haben, sprich mit irgendeinem Photoshop oder sonst irgendwas. Ich war ja schon froh, dass ich in dem Photoshop einen Balken hinzufügen konnte oder geschweige denn mal irgendwas ausschneiden, was kleiner machen. Also klar, das kann man alles lernen, aber Fakt ist halt, wenn du dich nicht damit unbedingt beschäftigen willst, dann lernst du sowas auch ganz schlecht. Das war bei mir auch der Fall. Und da habe ich dann bei Pixelmator gesehen, du kannst jetzt auf einen Klick den Hintergrund entfernen von Bildern, wo Menschen zu sehen sind. Ich denke so, okay, habe ich mein Handy gezückt, Selfie gemacht, pack das auf den Mac, ziehe das in dieses Programm rein und sag oben diesen Knopf, also genau nach Anleitung, Hintergrund entfernen. Ich war einfach nur schockiert, wie einfach das war, wo du früher mit dem Pinsel und was weiß ich, Hilfsprogramm alles per Hand alles machen musstest, also jetzt so Photoshop und sowas. Es gibt natürlich auch Programme, die das können, aber der Hintergrund ist, ich habe mir sogar auf dem iPhone eine App gekauft für 10 Euro im Monat, also getestet, die habe ich allerdings Fun Fact zurückgegeben, weil ich ja weiß, braucht die nicht und sie kann auch nicht das, was ich will. Und das war, auf einmal dachte ich so, krass, du hast die Sachen da und es geht sofort. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen rumgetestet, rumexperimentiert und dann wollte ich natürlich auch, wenn ich mich dann ausgeschnitten hatte, wollte ich natürlich dann auch, dass ich so einen weißen Rand um mich drumherum mache und. Das seht ihr auf jeden Fall hier in dieser Folge auf dem Thumbnail oder auch schon im letzten Kaffeetalk auf YouTube. Da habe ich das auch schon angewandt und was soll ich sagen? Mittlerweile brauche ich für so ein Bild ausschneiden mit allem drum und dran 10, 15 Minuten, wenn ich mir Zeit lasse, wenn ich es dann noch schön mache, wenn ich dann noch Kleinigkeiten retuschiere, die nicht so toll sind von Anfang an. Ich muss sagen, I like. Ja, also das fand ich schon sehr, sehr nice. Ja, und jetzt nutze ich quasi Pixelmator Pro auf dem Mac. Und die App gibt es nur für den Mac. Genau, da kann ich euch noch einen Funfact erzählen. Ich hatte dann so drüber nachgedacht, Mensch, vielleicht kannst du ja, weil du kannst ein iPad, und ich habe ja ein iPad Pro mit Pencil, also mit Stift, vielleicht kannst du ja den Mac auf dem iPad erweitern und dann den Stift dazu nutzen, Feinheiten an so einem Bild zu bearbeiten. Und was soll ich euch sagen? Ich weiß ganz genau, warum ich die Produkte von Apple so mag, weil genau das funktioniert. Du nutzt dann einfach die App Sidecar nennt sich das. Und da kannst du dann den Mac als zweiten Bildschirm, das iPad als zweiten Bildschirm nutzen. Und dann kannst du dieses rüberschieben, das Programm, den Pixelmator Pro, und kannst dann mit dem Pencil die Feinheiten direkt über den Stift bearbeiten. Was soll ich euch sagen? Also, das ist für mich sowieso eigentlich nie viel damit zu tun hatte, mit irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Mac-Bildbearbeitung und sowas. Ist das eine ganz neue Welt, ja. Es macht mir halt super Spaß, es funktioniert, es geht schnell. Weil ich hatte früher mal ich hatte ja mal ein Abo von Adobe Premiere. Und da war halt, wenn du Adobe Premiere hattest, du halt auch das Photoshop dabei. Und was soll ich euch sagen? Ich habe für ein Bild mit Freistellen, mit allem drum und dran, keine Ahnung, 3-4 Stunden. Ihr werdet jetzt lachen, also die Leute, die fit sind mit Photoshop, die sagen, was, Hans, das mache ich ein paar Minuten. Ja, da bin ich 2-3 Minuten bin ich fertig. Ja.
Wenn man das nicht geübt ist, dann kann das schon mal einen halben Tag in Anspruch nehmen. Und dann denkst du dir, puh, jetzt habe ich so lange für das Bild gebraucht. Ne? Und dann, ja, und so funktioniert es jetzt mit Pixelmator Pro. Ich bin absolut happy. Und das Feld ist fast fertig. Sehr schön. Und ja, wir sind bei den 15 Minuten angekommen, die ich so pro Folge ungefähr machen wollte. Dann würde ich nämlich sagen, ich mache das Feld jetzt hier fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also für dich dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger, für mich geht es direkt weiter. Aber dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Tag, morgen Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine angenehme Nacht. Solltest du jetzt schon schlafen, schlaf ruhig weiter. Passiert nichts mehr. Ich bin raus und sag wie immer, Cheers.